Also wir hatten früher schon mal einen Reporter, bei dem hat's auch so angefangen. Was hat so angefangen? Der Größenwahn. Ich spüre eine leichte Missgunst. Quatsch, Günther, aber im Ernst, du führst dich wirklich seit gestern auf wie eine Diva vor der Premiere. Da wird man wohl doch kichern dürfen. Was wollt ihr eigentlich? Ich konzentriere mich, das ist alles. Ja, den fantastischen Auftrag vom Chef, das wissen wir langsam. Obwohl du selbst keinen blassen Dunst hast, worum es überhaupt geht. Aber natürlich, mein lieber Wieland, da steckt eine ungeheure Sensation drin. Komm eigentlich nur Sie in Frage, ja? Genau. Wieland, mögen Sie doch mal Kesslers Reportage noch ein bisschen auf. Der junge Mann schreibt mir noch zu trocken. Tja, ich bedauere sehr, Herr Graf, aber ich fürchte, ich kann Ihrem freundlichen Angebot im Augenblick nicht näher treten. Hm? Angebot näher treten? Ich höre wohl nicht recht. Aber Herr Graf, der Meister reift einem höheren Ziel entgegen. Der sagenhafte Auftrag vom Chef. Ja, denken Sie nur, Herr Wieland steuert direkt auf den Pulitzerpreis zu. Sie haben es ja fast, Füchslein. Also Schluss jetzt mit dem blöden Witzen. Ich verlange, dass meine Ahnung nicht verfolgt wird. Ich habe da gestern Abend den Direktor vom Tierpark getroffen, Dr. Meissner. Ein Kegelbruder von mir. Ja? Und er bat mich, ob wir nicht wieder ein bisschen Propaganda für den Tierpark machen könnten. Das schlechte Wetter, Besucherzahlen rückläufig, also Sie verstehen schon. Und da dachte ich an Herrn Wieland. Eben. Eigentlich kommen nur Sie dafür in Frage. Also, machen Sie mal eine hübsche Serie draus. Ja, aber Chef, die andere Sache, der große Auftrag. Was? Ach so, ja. Vorläufig auf Eis gelegt. Nicht undankbar sein, Herr Wieland. Tiere ziehen doch meistens... Journalistische Großtatnachsicht ist doch bekannt. Los, Tierfreund, zeig unser Leser die Pranke des Löwen. Hermann! Hermann, kommst du jetzt? Hermann, ich sag sonst deiner Mutter, dass du ungehorsam warst. Sie ist ja in Hamburg, nur noch ein ganz klein bisschen, Fräulein Hündel. Also gut, 5 Minuten noch, aber dann geht's heim. Dein Schwesterchen braucht schließlich seinen Mittagsschlaf. Herr Direktor, kann ich dem Herrn Wieland noch meine Kapistzeug? Ja, erst wollen wir mal sehen, wie aufnahmefähig der Herr Wieland noch ist. Ja. Da vorne haben wir unsere Pinguine. Dieses Tier hat einen beträchtlichen Schauwert für unsere Besucher, obgleich das keineswegs dem Lorentzschen Kindchenschema entspricht. Ach ja. Wussten Sie, dass der Königspinguin, wie Hedegger sagt, auf einem Berg von Fischen stehend verhungern kann? Ach nein. Ja, ja. Wenn man ihm die Nahrung einfach so hinwirft, dann rührt er sie nicht an. Man muss ihm jeden Fisch von Hand einzeln in den Schnabel tun. Anspruchsvoll. Ja, da gibt's nette Geschichten. Da hat der englische Tierforscher, der Gillespie, der hat es einmal einen Herrn vom Film vormachen wollen, geht es mit den Pinguine und dann... Ja, ja, unser Pfleger Franz, der liebt es, unsere Besucher mit Anekdoten und Schnurren zu unterhalten. Ja. Besonders die weiblichen, nicht? Da schafft man sich als eine Art von Besucherstand. Na ja, nun habe ich Ihnen allerhand gezeigt. Wissen Sie denn nun schon, wie Sie Ihre Reportagen anfassen werden? Großen und Ganzen schon. Wie wär's denn eigentlich mit unserer neuen, Herr Direktor? Ah ja, vielleicht interessiert Sie das. Eine junge Giraffe, 7 Monate. Für teures Geld in Kapstadt gekauft. Leider hat sich das Tier eine Lungenentzündung auf dem Transport geholt. Steht gar nicht sehr gut um die Kleine. Ich kann sie mir ja mal ansehen. Darf ich auch die Giraffe sehen? Du? Wer bist du denn? Bist du denn allein hier? Aber du magst Tiere. Ich werde Zirkusdirektor. So, Zirkusdirektor. Das ist ja fast das Gleiche wie ich. Weißt du, was? Du kommst ein anderes Mal wieder, ohne dein Fräulein Hilde. Dann ist die kleine Giraffe wieder gesund und dann kannst du sie besuchen, solange wie du willst. Wird sie denn wieder gesund? Sicher, das hoffe ich doch auch. Ja, Mann. Wird sie bald gesund? Ja, bald, natürlich. Komm, aber nun lass dein Fräulein Hilde nicht so lange warten. Auf. So, wir gehen dann, Herr Hilde. Wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst nicht mit fremden Leuten sprechen? So, jetzt komm. Und ich sag Ihnen, ich würde dem Tier Blutegel ansetzen. Für einen Oberwärter ein etwas sonderbarer Vorschlag. Bei Lungenentzündung? Kein Mensch kann in so ein Tier hineinschauen. Auch Sie nicht, Frau Doktor. Was glauben Sie, was wir schon alles mit Blutegel kuriert haben? Da waren Sie noch so klein. Hier bitte der Patient. Das ist unser Oberwärter Dörfler. Herr Wieland vom Nachtkurier. Frau Dr. Berg, unsere Tierärztin. Guten Tag.
Na, wie sieht's denn aus? Ja, nicht besonders. Das Fieber steigt noch. Heute Abend erwarte ich die Krise. Wie teuer war sie denn? 15.000. Entschuldigung, Herr Direktor. Ich hätte Ihnen gerne den Tapir noch mal gezeigt. Die Wunde ist fast ganz verheilt. Ja, natürlich. Dann darf ich Sie jetzt Herrn Dörfler überlassen. Der kann Sie noch etwas herumführen. Mich entschuldigen Sie, meine Pflichten. Auf Wiedersehen und schreiben Sie was Schönes. Ich werde mir die größte Mühe geben. Was wollen Sie denn schreiben? Reportagen über den Zoo. Ja, suchen Sie was Bestimmtes. Ja, ganz richtig, ein Aufhänger. Ja, was heißt denn das? Eine Einzelheit, mit der ich anfangen kann. Ein bestimmtes Tier zum Beispiel, auf das der Leser gefühlsmäßig sofort anspringt, verstehen Sie? Machen wir gleich. Sie meinen die Giraffe da? Den Schorsch. Den Schorsch, aha. Und wer soll das sein? Der Leitochs. Ja, was? Der Leitstier von unseren Auerochs. Das ist das schönste Vieh hier im ganzen Zoo. So was haben Sie noch gar nicht gesehen. Sie müssen nämlich wissen, dass wir hier die Auerochsen rückgezüchtet haben. Naja, das glaube ich Ihnen aufs Wort, Herr Dörfer. Das war bestimmt sehr, sehr anstrengend und zeitraubend. Ich meine die Rückzüchtung nur. Unsere Leser brauchen was fürs Gemüt, verstehen Sie? Und ich glaube, diese großen, traurigen Bernsteinaugen da. Hat er was ausgefressen? Oh, verschwunden ist er, verschwunden, verstehen Sie? Hier, so sieht er aus. Ist er nicht hier vorbeigekommen? Mein Gott, dass mir das passieren muss. Der da? Ja, ich glaube schon, dass er hier gerade vorbeigegangen ist. An der Hand von einem jüngeren Mann, denke ich. Mit einem jüngeren Mann? Ach, der Armbruch. Polizei! Polizei! Das. Naja, umwerfend sind diese traurigen Bernsteinaugen hier gerade nicht. Aber das passt für Seite 14, würde ich sagen. 14? Wieso? Wir kommen heute Abend nur mit 12 Seiten aus. Eben darum. Es gibt einen Herrn in diesem Haus, von dem ich gelernt habe, dass Tiere immer ziehen. Na, nur seien Sie mal friedlich, Wieland. Wir drucken es ja auch. Ein bisschen mehr müssen Sie sich für die nächste Fortsetzung doch schon einfallen lassen. Worauf Sie sich verlassen können. Ich baue diese Giraffe auf. In 8 Tagen kennt die ganze Stadt dieses kranke, rührende Geschöpf, leidet mit ihr, zittert um sie, hofft für sie. Kein Gespräch am Arbeitsplatz, am Biertisch, im Ehebett, dass sie nicht um diese Giraffe dreht. Ja, und wie heißt sie denn überhaupt? Na genau, das ist der Clou, sie heißt noch nicht. Wir werden ein Preisausschreiben veranstalten. Nachtkurier sucht Namen für Giraffenbaby. Teilnahmebedingung? Es muss eine benutzte Eintrittskarte mit eingeschickt werden. Was glauben Sie, wie die Leute in hellen Scharen in den Tierpark pilgern? Na ja, Sie können natürlich den Nachtkurier als ersten Preis auch eine Safari nach Afrika stiften lassen. Ja, dann würden die Leute... Günther, ich habe gerade den Polizeibericht gehört. Der Sohn von Freibergs ist verschwunden. Von dem bekannten Schauspieler-Ehepaar? Ja, vor 20 Minuten in der Schubertstraße direkt vor der Post weg. Die Polizei hat Alarm gegeben und schließt eine Entführung nicht aus. Donnerwetter, Chef. Lassen Sie mich zu Stegemann. Das ist mein Bier. Meinetwegen. Hauen Sie ab. Umbruch. Wir werfen die Titelseite der Abendausgabe um Schlagzeile. Hermann Freiberg verschwunden. Polizei schließt Entführung nicht aus. Haben Sie das? Gut. Nein, nein, die Giraffenschnutze bleibt auf Seite 5. Gut. Polizeipräsidium, Inspektor Stegemann. Wer, das Echo? Ja, zum Donnerwetter hören denn jetzt alle Zeitungsfritzen den Polizeifunk ab. Das kann euch Brüder noch mal teuer zu stehen kommen. Zum Fall Freiberg keine Auskunft. Herein. Ja, der unvermeidliche Herr Wieland. Tage, Stegemann. Wie geht's? Wie steht's? Schmeckt das Pfeifchen? Ich darf ihn doch setzen. Ich war gerade in der Nähe und da dachte ich so bei mir, schaust mal wieder bei unserem lieben Inspektor Stegemann vorbei. Machen Sie doch keinen Schmus, Wieland.
Sie kommen doch wegen Hermann Freiberg. Nett, dass Sie das Thema anschneiden. Ich gebe keine Auskünfte. Oh, warum so streng mit der Presse heute? Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ihr macht ja aus jeder Mücke einen Elefanten. Oh, bitte keine Tiere, Herr Inspektor. Ja? Aber ist eine Entführung eine Mücke? Eine Entführung ist nicht bewiesen. Sie haben das Kind noch nicht? Also nicht. War die Mutter dabei, als der Junge verloren ging? Das Kindermädchen. Die Eltern sind auf einer Theatertournee in Norddeutschland. Lieber Herr Inspektor, ich nehme doch an, Sie haben nichts dagegen, wenn ich jetzt dem Kindermädchen meine Aufwartung mache. Aber guter junger Freund, nicht das Mindeste. Na also. Vorausgesetzt, Sie treffen Sie an. Wieso? Ach so, Sie haben sie noch hier behalten. Aus dem einzigen Grunde, damit sie Ihnen und Ihresgleichen nicht in die Finger fällt. Wiedersehen, Wieland. Worauf Sie sich verlassen können. Ja, was ist denn, du Lausbub? Da ist her! Ein paar Glücksmittel da! Wir haben es denn da! Da geh her! Halten's doch einmal! Ach, halten's doch einmal! Ja, eigentlich, wenn die Kinder so einen sparsamen Tieren haben, soll man ja die Freiheit lassen, gell? Ich glaube, das Giraffenhaus ist da hinten, Kleiner. Vielen Dank. Bitte. Meine Herrschaft, der Tierpark wird in einer Viertelstunde geschlossen. Tja, Fräulein Hilde, wenn wir ihn nicht bald wieder haben, werde ich die Eltern verständigen müssen. Oh Gott, das ist so schrecklich. Versuchen Sie doch noch mal, sich genau zu erinnern. Ist nicht doch in den letzten Tagen irgendetwas Auffälliges passiert? Nein, ich glaube nicht. Nein. Wie lange sind Sie eigentlich schon bei den Freibergs? Morgen wären es 3 Wochen. Waren Sie sehr streng mit dem Jungen? Ich weiß nicht, aber ich habe ja keine Erfahrung mit so wilden Kindern. Ich war doch vorher Säuglingsschwester, das ist was ganz anderes. Das ist ja schon gut, Fräulein Hilde. Wieland? Das Kindermädchen nehme ich an. Das geht aber entschieden zu weit. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht? Weiß nicht. Ja, kommen Sie morgen. Warten Sie! Waren Sie heute Morgen nicht im Zoo? Ja, das war sie. Mit den beiden Kindern. Herr Inspektor, haben Sie ein Bild von Hermann Freiberg da? Ich habe mir eins gebracht. Na natürlich, das ist er. Sie kennen den Jungen? Herr Inspektor, ich habe heute Morgen im Zoo einen Rundgang mit Direktor Meissner gemacht. Da stellte sich dieser Junge zu uns. Direktor Meissner sprach ihn an und lud ihn ein, wiederzukommen, um eine kranke Giraffe zu besuchen. Der Junge strahlte über das ganze Gesicht. Wäre es nicht möglich, dass er ausgerissen und zurück in den Zoo gefahren ist, meinen Nach Sie? Nach Tieren ist er ganz verrückt. Bestimmt, Herr Stegemann, er ist zurück in den Zoo. Bestimmt ist gar nichts, aber immerhin möglich. Diesmal wünschte ich sogar, Sie hätten recht. Funkzentrale? Das Fieber ist auf dem Höhepunkt. In den nächsten Stunden entscheidet es sich. Können Sie denn gar nichts mehr tun? Nein. Vor allem braucht das Tier jetzt Ruhe. Du, eine Sauerei, das ist. Was kurven du die Polizei heraus in meinem Land? Es hört sich an, als wenn es beim Haupteingang ist. Schauen Sie doch mal nach, Dörfler, was da los ist. Den wir aber her. Thank you.
wenn hier überhaupt noch jemand da ist. Direktor Meissner wohnt im Zoo. Zumindest der müsste uns hören. Ja, seid ihr denn überhaupt noch zu retten? Mit dem Geheul macht er mir ja die ganze Tiere nach. Wenn bei euch mit dem Telefon geht, müssen wir uns halt versuchen. Wir müssen den Direktor sprechen. Ist der da? Der Herr Direktor hat keine Zeit. Herr Dörfler, wir kennen uns doch noch von heute früh. Ein kleiner Junge hat sich in den Zoo eingeschlichen, ist wahrscheinlich noch drin. Deshalb müssen wir mit Direktor Meissner sprechen. Ja, wenn das so ist, dann komm. Zweifellos ist das der Junge von heute Morgen. Seit Nachmittag ist er wiedergekommen. Auf alle vier ist er beim Kassierer vorbei. Ich hab's selbst gesehen. Bloß erwischt habe ich nicht mehr. Wann war das? Um 3:30. 3:30, das würde stimmen. Also ist er noch hier drin? Sagte Herr Wieland. Ob er immer noch hier ist, scheint mir doch sehr die Frage. Herr Direktor, Sie müssen der Polizei die Erlaubnis zu einer Suchaktion geben. Aber nie, das gibt doch Lärm und Aufregung. Das vertragen doch die Tiere nicht. Das müssen Sie doch einsehen. Wenn das Kind wirklich hier sein sollte, dann... Es könnte erfrieren, ertrinken, 100 Gefahren. Der ist doch längst daheim, der Naseweis. Offenbar nicht. Was meinen Sie, Frau Doktor? Tja, ich verkenne keineswegs, dass die Störung unseren Tieren schaden kann, aber ein Mensch geht vor, Herr Direktor. Bedenken Sie, wenn wir den Jungen dank Ihrer Hilfe heil wiederfinden, der Tierpark wird das Tagesgespräch der Stadt. Dafür werde ich im Nachtkurier sorgen. Gut, einverstanden. Trommeln Sie alle Pfleger zusammen, die sich noch auftreiben lassen. Ich gebe es ans Präsidium. Fräulein Hilde, ich muss jetzt die Eltern verständigen. Wissen Sie, in welcher Stadt Sie heute Abend spielen? Ja, ich habe einen Tourneeplan. Stegemann, Präsidium. Ja, ich veranlasse alles. Der Junge ist heute Nachmittag beobachtet worden, wie er sich alleine in den Zoo einschlich. Stegemann! Hermann Freiberg hält sich möglicherweise im Tierpark versteckt. Ja, such Großaktion. Veranlassen Sie alles. Verstanden. Einsatzzug und Rüstwagen der Feuerwehr werden verständigt. Fahren Sie den Inspektor durch den Tierpark. Er sagt Ihnen, wohin. Hermann, wir suchen nach dir. Hab keine Angst. Es geschieht dir nichts. Hermann, wir wollen dir helfen. Komm heraus, wenn du dich versteckt hältst. Komm heraus. Komm zum nächsten Freundörfer. Hab keine Angst. Hermann, wir suchen nach dir. Hier, hier, hier ist er. Bei dem Seelefanten ist er. Vorsicht, das ist kein Werfer. Nicht, dass Sie anleuchten. Daphne, sprechen Sie den Tieren zu. Sie kennen sie am besten. Ja, ja. Fische her. Nein, Direktor, soll ich nicht drüber? Ja, das ist gut. Sie kennen Tiere am besten. Gehen Sie. Vorsichtig. Den Jungen nicht anfassen, bis die Frage hier ist. Ja. Ganz ruhig, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig.
ganz gut. Holen Sie, Frau Dr. Berg. Ruhig, Nelly, ganz ruhig. Ganz ruhig. Moment bitte. Ja, ich kann nichts Genaues sagen, aber ich glaube, außer einer leichten Gehirnerschütterung und ein paar Hautabschürfungen ist ihm nichts Besonderes passiert. Er kommt zu sich. Ich wollte doch nur zu der kleinen Giraffe. Ist sie schon wieder gesund? Ja, ja, ich denke schon. Danke. Übrigens, ich glaube, wir kriegen das Tier wirklich durch. Das Fieber ist gefallen. Ich möchte die Sache noch in die Morgenausgabe reinquetschen. Wie wäre es, wenn Sie dir gerade den Namen Hermann geben würden? Zur Erinnerung an die wunderbare Rettung von Hermann Freiberg. Zwei Geschöpfe, die im selben Augenblick dem Leben wieder geschenkt sind. Das geht zu Herzen, das wäre eine Schlagzeile. Herr Direktor, die Tiere. Ja, 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 Herr Wieland, da können wir später drüber reden. Ich muss zu meinen Tieren. Der kleine und der große Hermann wohlauf. Hermann Freiberg gefunden, dramatische Rettungsaktion im Tierpark. Der Nachkurier brachte die Polizei auf die Spur des verschwundenen Kindes. Zass. Wieso? Gefällt Ihnen das nicht? Für mich ist das keine seriöse Schlagzeile. Der große und der kleine Hermann wohlauf. Also ich möchte sagen, es geht zu Herzen und macht neugierig auf die Story. Fräulein Fuchs hat eben noch das unverbildete Empfinden des Durchschnittslesers. Gott sei Dank. Also ich finde Wielands Arbeit hervorragend, lieber Graf. Glück hat der Graf nichts weiter. Er wird auf den Zoo angesetzt und schon geht genau dort ein prominentes Kind verloren. Wie bestellt es? Wieland ist nicht da. Morgen allerseits. Morgen. Ah, morgen, Herr Wieland. Herr Graf hat natürlich wieder seine Einwände, aber ich finde, gut gemacht. Für den Zoo wie für den Nachtkurier gleichermaßen bekömmlich. Das bringt die Leute in den Park. Aber die Sache hat einen Haken. Sie haben die Serie mit einem Paukenschlag eröffnet und das verpflichtet. Es war Dr. Meissner. Er bedankt sich für die vorzügliche journalistische Auswertung der gestrigen Ereignisse. In einem Punkt haben sich allerdings geirrt, lieber Wieland. Sie hätten die niedliche kleine Giraffe nicht so voreilig auf den Namen Hermann taufen sollen. Das Tier ist nämlich weiblichen Geschlechts. Oh nein. Die Schlagzeile müsste also heißen... Ja, Hermann und Dorothea wohl auch. Wieso? Was daran komisch? Wieso?